Das ist Tom. Tom ist 14 Jahre alt und lebt in einer Wohngruppe. Dort lebt er, seitdem er 6 Jahre alt ist und weil seine Eltern sich nicht um ihn kümmern konnten. Sie haben viel Alkohol getrunken. Kurz vor Toms 6. Geburtstag fuhren Tom und seine Eltern einkaufen. Was Tom nicht bemerkte, seine Eltern hatten zuvor auch Alkohol getrunken. Und wie du oder ihr bestimmt wisst, man darf, nachdem man Alkohol getrunken hat, kein Auto mehr fahren. Seine Eltern bemerkten an einem Zebrastreifen nicht, dass dort eine Person drüber laufen wollte. Tom bemerkte es und schrie. Da war es schon zu spät. Seine Eltern fuhren diese Person an. Tom hörte einen lauten Knall und sah eine verletzte Person am Boden liegen. Seine Eltern fuhren weiter und halfen dieser Person nicht. Ein paar Tage später haben seine Eltern sich gestritten. Türen knallten und seine Eltern schrien sich an. Tom hielt sich die Ohren zu und sah auf einmal die verletzte Person von dem Unfall wieder vor seinen Augen. Tom konnte sich den Streit nicht länger anhören und rannte von zu Hause weg, an einem Zebrastreifen vorbei. Wieder hatte er den Unfall vor Augen. Er lief weiter und kam an einen kleinen Bauernhof vorbei. Im Garten war eine Frau, Frieda. Sie sprach ihn an. Hallo, junger Mann. Bist du allein unterwegs? Ja, meine Eltern streiten sich ganz doll zu Hause. Oh, das ist nicht schön. Möchtest du mit mir reinkommen und einen Tee trinken? Ja, gerne. Tee ist voll lecker. Frieda sah Tom an und merkte schnell, dass er sehr dünn ist und ungepflegt aussieht. Während des Tees fragte Frieda Tom, wo er wohnt. Tom möchte es Frieda nicht verraten, er will nicht wieder nach Hause. Frieda wollte nicht direkt die Polizei rufen und ging mit Tom über ihren Bauernhof. Sie sammelten Kräuter für Kaninchen und streichelten Schafe. Kurz vor der Abendbrotzeit fragte Frieda Tom nochmal, wo er wohne. Er wollte es immer noch nicht verraten. Frieda beschloss, die Polizei zu rufen. Die Polizei kam und konnte herausfinden, wo Tom wohnt. Als sie ihn nach Hause gebracht haben, fiel auch den Polizisten auf, in was für einen schlechten Zustand Tom ist und dass seine Eltern alkoholisiert sind. Da die Familie bei der Polizei und beim Jugendamt bisher noch nicht bekannt ist, bleibt Tom bei seiner Familie. In der nächsten Zeit streiten sich seine Eltern immer wieder und Tom geht in dieser Zeit immer wieder zu Frieda. Nach einiger Zeit wird Tom aus seiner Familie genommen. Seine Eltern kümmern sich gar nicht mehr um ihn und werden ihm gegenüber aggressiv. Tom kommt in eine Wohngruppe. Ein paar Jahre später, Tom ist inzwischen 14 Jahre alt, kommt Tom von der Schule und sucht das Gespräch mit seiner Betreuerin Lisa. Lisa, was sind eigentlich Ressourcen? Wie kommst du darauf? Wir hatten heute eine Informationsveranstaltung an der Schule wegen des Praktikums im Herbst. Da sprach Frau Müller von Ressourcen, davon, dass wir unser Praktikum anhand unserer Ressourcen aussuchen sollen. Ach so, okay. Also, Ressourcen sind Werkzeuge oder Schätze, die wir haben, um uns in schwierigen Situationen zu helfen. Stell dir vor, du bist ein Abenteurer, der eine Schatzsuche macht. Auf deinem Weg hast du eine Karte, die dir den Weg zeigt, und eine Taschenlampe, die dir hilft, wenn es dunkel wird. Diese Dinge sind deine Ressourcen, weil sie dir helfen, Hindernisse zu überwinden und deine Ziele zu erreichen. In unserem Leben sind Ressourcen ähnlich. Sie können Dinge sein, die wir besonders gut können, zum Beispiel zeichnen oder zuhören, oder Menschen, die uns unterstützen, wie Familie oder Freunde. Wenn wir Probleme haben oder uns traurig fühlen, können wir auf diese Ressourcen zurückgreifen, um uns zu helfen oder um uns besser zu fühlen. Lisa malt einen Kreis. Schau mal, Tom, das ist ein Ressourcenrad. Damit kannst du zeigen, wie wichtig dir bestimmte Menschen sind oder auch nicht. Menschen, die dir sehr wichtig sind, stellst du sehr nah zu dir, die nicht so wichtig sind, weiter weg. Und Menschen, die dir gar nicht wichtig sind, schreibst du gar nicht erst drauf. Das Gleiche gilt für Institutionen, also beispielsweise deine Schule, die Wohngruppe oder das Freibad um die Ecke. Okay. Tom fängt an zu überlegen. Ganz wichtig ist mir Paul. Paul ist ein toller Freund. Der hat immer Zeit für mich und mit dem kann ich über alles quatschen. Oh, und seine Eltern, das sind tolle Eltern. Solche hätte ich auch gerne. Warum sind das tolle Eltern? Sie streiten sich nicht und tun Paul und seiner Schwester nicht weh. Wenn es Paul schlecht geht, nehmen sie ihn in den Arm. Und auch wenn es mir mal nicht gut geht, nehmen sie mich in den Arm. Wow, das hast du mir ja noch nie erzählt, wie nett sie zu dir sind. Nee, das war mir irgendwie auch ein bisschen peinlich. Das braucht es doch gar nicht. Gibt es noch jemanden, der... Oder etwas, was dir wichtig ist? Ja,
Mein Tanzverein. Immer wenn ich da bin, vergesse ich den ganzen Stress. Ich brauche nicht an die Hausaufgaben denken oder an die Gerichtstermine mit meinen Eltern. Stimmt, bald ist ja wieder ein Gerichtstermin. Ja, leider. Immer wenn ich meine Eltern... Durch einen Windzug kaut die Tür zu. Tom nimmt eine Schutzhaltung ein. Er hält sich die Ohren zu und kneift seine Augen fest zusammen. Er wird an die Streitigkeiten von seinen Eltern erinnert und verbindet diese Situation mit Schmerz aufgrund der Verletzung durch seine Eltern. Es dauert ein paar Sekunden, bis Tom wieder im Hier und Jetzt ist. Lisa macht in der Zeit das Fenster im Büro zu, damit das nicht wieder passieren kann. Alles macht mir Angst. Ich kann nichts. Guck mal, was für ein Angsthase ich bin. Das stimmt doch gar nicht. Du kannst super tanzen. Bei deiner letzten Aufführung waren so viele Leute da. Und überleg doch mal, ihr habt super viel Applaus bekommen. Paul und seine Eltern waren doch auch da und haben dir erzählt, wie toll das war. Ja, das stimmt. Schau mal, dein Name ist doch Tom. Dieser Name steht für unglaublich viele tolle Sachen, die du kannst. Was meinst du? Fangen wir mit dem T an. Wofür könnte das stehen? Welche Worte oder Fähigkeiten fallen dir zu T ein? Also Frieda hat mal zu mir gesagt, ich kann besonders gut Tiere streicheln und mich um sie kümmern. Wow, das ist aber ein Riesenkompliment. Tierlieb. Ich bin besonders tierlieb. Das klingt super. Und bei O? O für offen. Das passt super gut zu dir. Du hast keine Ängste, fremde Personen anzusprechen. Und auch Frau Biller hat beim letzten Elternsprechtag gesagt, dass du immer offen für Neues bist. M steht für mutig. Ich bin immer derjenige, auf den höchsten Blauen klettert und auch der beim Freibad am tiefsten taucht und vom höchsten Sprungbrett springen kann. Super, aber siehst du bist doch gar kein Angsthase. Stimmt. Und wenn man vor etwas Angst hat, ist das ja auch völlig normal. Jeder hat vor etwas Angst. Genau, und wir sind für dich da, um dir bei deinen Ängsten zu helfen. Das weiß ich doch. Und etwas besser ist es ja auch schon geworden. Ein bisschen? Sehr viel besser. Wir sind alle ziemlich stolz auf dich. Lisa und Tom kommen zurück zum Ressourcenrat und sprechen weiter darüber. Tom erzählt Lisa, wie wichtig ihm seine Oma, Frieda, seine Klasse und sein Bruder sind und ordnet diese im Ressourcenrat ein. Weißt du, wen ich voll vergessen habe? Nein, wen denn? Dich. Warum ist Ressourcenarbeit in der Traumapädagogik so wichtig? Ressourcenarbeit ist entscheidend in der Traumapädagogik, da sie Traumatisierten ermöglicht, ihre inneren Stärken zu erkennen und zu nutzen. Dies fördert ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und unterstützt die Bewältigung von traumatischen Erfahrungen. Fritz Riedels Konzept der Stärkung des Ichs betont die Bedeutung dieser Arbeit im realen Leben der Betroffenen. Darüber hinaus hat Ressourcenarbeit eine präventive Komponente, indem sie die Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Belastungen stärkt und so die Langzeitfolgen von Traumata reduziert. Insgesamt ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil der Traumapädagogik, da sie nicht nur individuelle Stärken fördert, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden unterstützt.